can remember days, things weren't always this way. I used to make you smile, if only for a while, but now you can't get through. Ja, willkommen Leute zu einem neuen Tutorial. Diesmal geht es um MW3. Ja, ich habe jetzt eine kleine MW2 MW3-Reihe gestartet wegen den Tutorials. Und zwar habt ihr das bestimmt schon gesehen für Elotrix oder Commander Krieger oder so. Das, oder Rambo zum Beispiel, dass die ihr Sichtfeld so verändert haben. In diesem kleinen Tutorial wird es darum gehen, wie man dieses Sichtfeld nun eigentlich verändern kann. Ja, dazu geht ihr erstmal den Link in der Beschreibung. Das Ganze gibt es für MW3 und MW2. Ich stelle beides hoch, zeige es jetzt aber in MW3. Das nur beim Gekauften geht so. Als erstes öffnet ihr das mit als Administrator. Nun kommt so ein schönes, großes Feld. Dort wird am Anfang 65 stehen. Praktisch so. Das höchste, was ihr hier nun einstellen könnt, ist 90. Würde ich euch auch raten. Wenn ihr das einstellt, müsst ihr dann einfach, stellt ihr das hier einfach ein. Das könnt ihr halt auch mit diesem Ding hier machen, da müsst ihr nicht eingeben. 90 ist das höchste, ihr seht, es geht nicht höher. Ja, wenn ihr das gemacht habt, ist eigentlich auch schon alles. Dann müsst ihr einfach Start Game machen. Ihr seht, jetzt startet sich MW3. So. Ja, ich muss jetzt hier kurz mal was schließen. Und zwar das Ding. Disconnected. Genau so. Ja, sobald sich das gestartet hat, läuft das eigentlich auch schon. Ich zeige es euch jetzt dann gleich nochmal im Ingame. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen. Und zwar einfach nur das Ding downloaden. Könnt ihr einfach schließen. Das war's dann. Bis gleich im Ingame. Ciao, Leute. Ja, willkommen zurück, Leute. Hier sind wir nun wieder im Ingame. Wir wählen uns auch gleich hier unsere Klasse aus. Ich nehme jetzt erstmal die MSR. Ihr seht jetzt wirklich, ich habe es auf Extrem gemacht, sprich dieses 90 wirklich ausgenutzt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch. Ihr seht praktisch viel, viel mehr. Sprich, ihr habt ein weiteres Umfeld, um nun die Gegner halt zu erspähen. Ich habe jetzt natürlich keine Bots, sondern keinen Partner dabei. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Solo-Tutorial. Ist vielleicht auch besser, um euch das nun genauer so zu zeigen. Hat natürlich auch keinen Stress, sprich, ihr seht wirklich alles hier. Was ich noch ein bisschen nervig finde, ist da hinten diesen goldenen Griff, den ihr da halt noch am Fenster seht. Aber ihr seht wirklich viel. Ihr seht, normales Sichtfeld seht ihr nämlich viel weniger. Aber, ja. Was jetzt, ich kann euch zeigen, ist schießt. Ihr schießt auch. So. Ja. Geht natürlich auch, mit den Dingern. Ich hoffe, es laggt bei euch nicht. Bei mir leckt es auf jeden Fall kein bisschen. Das ist das Gute. Ja, gut, ist auch Private Match. Und ich habe meine perfekten Einstellungen gemacht. Dazu werde ich auch nochmal ein Tutorial machen, wie ihr MW3 leckfrei aufnehmen könnt. Ja, es funktioniert wirklich alles. Nun kommen wir zum nächsten. Wir wählen uns jetzt die Klasse 2 aus. Eine Klasse, die auch sehr oft von den von Let's Playern benutzt wird. Und zwar die UMP. Finde ich eine sehr schöne Waffe. Ihr müsst ja natürlich entscheiden, wie man was drauf macht. Ich habe zum Beispiel Schalldämpfer und Schnellfeuer drauf. So klingt das ganze Ding nämlich. Der Zerstörer ist natürlich nicht weiter effektiv auf weite Distanz. Ihr könnt es mal sehen. Ihr seht gar nichts mehr durch den Rauch. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Und für Let's Player denke ich mal, also für zum Beispiel Live-Commentaries wie von Rambo oder jemand anderen, den habe ich sogar schon mal getroffen im Spiel, was mich sehr gefreut hat. Und wir waren, also mit meinem Quickscope-Clan, haben uns wirklich richtig, richtig erschrocken. Wir dachten, scheiße, was geht jetzt ab? Vor allem, der hat auch gespielt wie Rambo, also wir waren auch dann auf seinem Profil, es ist wirklich Rambo gewesen. Und ja, gleich geht's nun weiter. Bam, oh, das war jetzt ein schönes Ding. Und da habe ich gleich mal was vergessen. Kleiner Fail von mir. Ja, je öfter ihr sehen dürft, wie ich sterbe, ist natürlich umso schöner. Ja, jetzt seht ihr, es sieht natürlich ein bisschen. Die Waffe sieht jetzt etwas komisch aus. Ich habe sie jetzt einfach nochmal genommen. Da sie eigentlich eine der besten Waffen ist, die ACR. Hat eine hohe. Ist sehr schnell. Ich habe sie jetzt mit schnellem Magazin halt mit diesem schnellen Nachladen flinke Hände reingemacht. Ist auf jeden Fall sehr zerstörerisch. Ja. So. Jetzt haben wir die UMP, die MP7. Eigentlich die Waffe, die jeder kennen muss, ist klar. Diese Waffe gefällt mir wirklich am besten. Ich habe hier eigentlich die Perks, mit denen man wirklich MW3 wirklich was reißen kann. Und zwar immer dieses schnell anvisieren. Zum Beispiel zeige ich das jetzt mal, zum Beispiel so reinwerfen. So. Läuft auf jeden Fall richtig, richtig gut. Kann man schnell anvisieren. Nachladen ist natürlich langsam, aber naja.
Brennkanate kann man werfen. Bam. So. Hätten wir uns vielleicht erstmal die nächste Klasse auswählen dürfen. So, dürft ihr nochmal sehen, wie ich sterbe. Ja, das ist nun die Barrett Kaliber 50. So, ihr seht es jetzt nochmal. Es ist wirklich... Mit der Waffe spiele ich auch sehr gerne, obwohl ich mit der MSR... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mit der MSR bin ich viel besser. Ich, es liegt wahrscheinlich daran, deswegen die an diesem hohen Verzug, den sie hat. Im Nahkampf ist sie ist zwar die stärkste Waffe, sie ist auch eine Sprayer-Waffe, aber dieses Duo macht sie so gefährlich, dass sie einmal halt die stärkste, also am stärksten ist, aber auch halt am tödlichsten. Was ich auch diese Animation, wo das nach hinten wieder geht, finde ich richtig, richtig schön gemacht. Auch wenn viele sagen, MW3 ist ein Hackerspiel, das ist scheiße und alles. Ich spiele es noch ganz gerne, auch wenn natürlich, ich sehe auch ab und zu Hacker. Aber dazu sage ich auch, ich reporte die gleich, also ich sag da nichts gegen, sie haben ihre Entscheidung getroffen, gut, müssen halt mit ihrer Entscheidung leben und ja, werden halt gebannt. Ja, das war soweit eigentlich alle Waffen, die ich euch zeigen wollte. Das sind halt nur mal so Beispiele, wo manche spielen ja zum Beispiel jetzt mit dieser, mit der Barrett oder halt mit, wer heißt eigentlich mit der MP7, aber welche mit der UMP45, nicht mit der UMP, sondern mit der PP90. Oder halt auch mit der ACR, eigentlich mit der ACR weniger. Was halt noch ein bisschen komisch aussieht, diese halt Verlängerung, die halt immer dicker wird. Ist auf jeden Fall eine schöne Waffe. Das erinnert mich an eine schöne Skillstreak, die ich mal hatte. Das ging folgendermaßen, da bin ich mal so reingerannt. Nummer 1, 2, 3 und 4. Ja, nun haben wir fast keine Munition mehr. Und da möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr werdet damit genauso viel Spaß haben, hoffe ich, wie ich. Und vielleicht hilft es euch auch, ein bisschen die Killstreaks zu verbessern. Denn, also eure Kills zu verbessern, eure KD, da ihr halt ein weiteres Umfeld habt und so auch mal schneller was sehen könnt. Was vielleicht, wenn ihr vielleicht hier so vorbeilauft, dann seht ihr vielleicht da noch in der Ecke was und bam, da habt ihr euch halt den Hintergrund, diese Sache. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön, macht Spaß damit zu spielen und damit kann man sich auch mal fühlen wie Elotrix oder jemand anders, ne? Ja, das war's soweit, ich hoffe euch hat's gefallen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Tutorial. Da werde ich euch persönlich zeigen, wie man in MW2 bei 4 Data One. Ja, wir sind jetzt bei MW3 und da erzähle ich schon von MW2. Da werde ich euch zeigen, wie man bei 4 Data One nämlich Freunde adden kann und mit denen spielen kann im Private Match. Das war nämlich lange Zeit ein großes Problem. Ich habe lange daran gesessen, bis ich eine geniale, etwas Geniales gefunden habe. Und das möchte ich euch natürlich daran teilhaben lassen, weil das ist das einzige Problem, was 4 Data One jetzt schlechter macht. Aber da kann man nun bald zocken und ich freue mich dann auch schon richtig drauf, euch das dann vorzustellen. Ich hoffe, euch wird es auch viel Spaß haben machen dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich stelle euch den Link, wie gesagt, in die Beschreibung. Einfach nur downloaden. Das war's dann eigentlich auch schon. Ja, jetzt bin ich aber schön gestorben. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und damit war's das schon. Ciao.